Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Complete Journey. Und ja, wir sind jetzt im 8. Arc von 9. Wir nähern uns also dem Ende und haben hier eine Abdeckung. Wir wollen erst Bett fertig machen. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Ach wirklich? Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Danke, ich hab noch. Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Okay. Schrank. Trage ich heute mal perlweiß oder lieber schneeweiß? Also wirklich? Für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt drei Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären. Also 1,2 Bosos. Diese Rechnung. was ist das rote links vom Stuhlbergol? So etwa Radtür. Das müsste das Bein von dem Teil hier sein. Okay. Na, hoffentlich schnarcht sie nicht. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, dem Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen. Du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Naja, nach dem Eis sieht's nicht aus. Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Bettknopf, Schubladenknopf. Okay, gucken wir mal. Schubladenknopf. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau, lässt sich von hier aus schwer sagen. Nee, zugeschraubt. Junge, das wird der Hammer. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Heute gehe ich mal ohne Schuhe ins Bett, damit Gol sieht, was ich für ein wohlerzogener Gentleman bin. Das lasse ich lieber heil. Es wird ja schließlich noch gebraucht. Oh, Gol! Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte, ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Mhm.
Na, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Kann ich ihm da einsetzen? Nö. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Zu Ihren Diensten? Aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge. Wir werden alles tun, was nötig ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch. Aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über Ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. Oh Mann. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Zum Glück war das ja nicht Rufus gemeint, sondern... Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Na, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren und tut es auch. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Aua! Ende der Fahnenstange. Also, wow! Wo bin ich denn hier gelandet? Das muss der Computerkern sein. Mhm. Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Sieht nach einem Minispiel aus. Von diesen Terminals aus müsste ich die Videoaufzeichnung löschen können. Aber dazu muss ich erstmal da runter. Ja, schade, dass Pokémon nie erwähnt hat, wie er Minigames mag. Was meinst du, wird er mir jetzt gleich sagen, dass er Minigames mag? Bestimmt nicht, oder? Ja, ob ich das schon gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Besonders welche, die, ja, die quasi in Computerkernen spielen, wobei der Computerkern hier ja eher so an so eine Disco-Kugel erinnert. Das hat alles Methode natürlich. Oh, ist euch eigentlich hier schon das Organon-Logo auf dem Fußabtreter aufgefallen? Ja, guck mal drauf, der Organon und sein Logo.
Ja, aber das wollte ich ja gar nicht sagen. Was wollte ich denn erzählen? Genau, die Minigames. Ganz, ganz großen Respekt an die Christine aus unserem Scripting-Team, die hauptsächlich für die Umsetzung der Minigames zuständig war. Die Christine ist quasi neu ins Team gekommen und wir waren uns nicht sicher, ob sie sich nicht vielleicht überhebt, als sie immer wieder betont hat, nee, ich schaff das, nee, kein Problem, kriege ich hin. Alle Minigames. Nee, sollten wir nicht, dir nicht vielleicht wieder ein paar davon abnehmen oder brauchst du nicht Hilfe oder können wir das nicht irgendwie aufteilen oder, nee, gar kein Problem. Kein Problem, ich mach das. Super, nee, wird. So, und es gibt ja unendlich viele Sachen zu testen an solchen Minigames und unglaublich viele Schwierigkeiten, die da auf, aber einfach so durchproduziert. Krass. Ah, und dann hat sie noch den Bug im Minenlabyrinth in Teil 1 behoben. Das hat sie auch noch so gemacht. Irre. Okay, dann, ja. Bug im Minenlabyrinth? Ja, dass man irgendwie. Hat er doch erzählt. Ich muss sagen, heute läuft die Übertragung vom Bild schon ziemlich geil. Also, ich behalte meine Sachen lieber bei mir, auch wenn ich zugeben muss, dass... Keine Diashow, vielleicht hat er einfach Skype-Probleme. Ja, möglich. Hoppla! Was zum... Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Das ist die Fußmatte mit dem Organ-Logo, ja? Das so aussieht wie so ein Arsch. Niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Aber dazu muss ich erstmal da runter. Von hier oben. Danke, ich hab noch. Zu Ihren Dienst. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Brauchst du noch eine Frage vorher wegen dem Minigame? Ich habe sowieso noch was Dringendes zu erledigen. Okay, aber verhalte dich bitte unauffällig. Du weißt ja... Die Videoüberwachung. Ich denke an nichts anderes. Oh, die ist ein paar Minuten beschäftigt. Gut so. Das sollte mir genug Zeit geben, nun doch in den Computerkern einzudringen. Was willst du sagen? Wusstest du wirklich nicht, ob da ein Minigame ist in dem Raum? Oder war es jetzt so irgendwie ironisch, Sarkasmus oder ich so? Ich wusste, dass es ein Minigame ist. Ja, weil das so gut gefragt hat. So ist es also wahr, was man über Leute... Sie haben einen furchtbaren... Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und, nö, sonst nichts. Ich behalte meine Sachen, auch wenn ich zu... Bin gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht hast du ja zu offensichtlich gemacht, dass da die Verstecke da leer sind. Ja, das... Zu Ihren Dienst. Werden Sie... Denken Sie... Nein! Na, na, entschuldigen Sie, wenn Sie nicht... Ich bin mir nicht sicher, ne, also... Muss irgendwas mit Putzibot machen. Von hier oben wird das nichts.
von hier oben? Von diesen Terminals aus? Aber dazu muss ich erst... Habe ich hier noch irgendwas? Computerkern, Terminals, und Putzi wird. Oh, das muss der Computerkern sein. Irgendwie hatte ich mir den, weiß auch nicht, weniger funky vorgestellt. Oh, so ein hätte ich jetzt nie. Na, Putzi, sauber. Ist das da wirklich ein bisschen irre? Aber dazu muss ich erstmal. Ja, aber wie komme ich runter? Hab ich hier irgendwas übersehen? Nee. Hierfür? Und? Nö, sonst nicht. Ah, du konntest das Bett nicht einfach wegen dem Lattenrost, ne? Ja, also, das. Ja. Zu Ihrem Dienst. Werden Sie uns. Wieso? Nein! Nein! Hier ist sonst niemand! Entschuldigen Sie, wenn Sie nicht... Ich behalte mein... Auch wenn ich zu... Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Hm, aber wo? Ah, hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay. Okay, so wird ein Schuh draußen. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Hallihallo, hallöle! In meine Falle getappt ist er ja. Jetzt muss ich nur noch zuschnappen. Und? Können Sie jemanden sehen? Nicht so richtig. Dann schauen Sie lieber noch mal ganz genau nach. Bei den mir eigenen Kräften käme ich damit locker durch seine schwere Panzerrüstung. Und Kraft meiner Geschwindigkeit? Auch lange bevor er seine Plasmakanone ziehen kann, um mich damit in meine einzelnen Moleküle zu zerlegen. Aber jemanden von hinten zu erdolchen, wäre ja feige. Glück gehabt, Organon. War gut. Wollen Sie einen Kaffee haben? Nein, danke. Ich bin ja gleich fertig. Nur keine Eile. Wo wollen Sie hin? Wonach sieht's denn aus? Ich dachte, ich vertrete mir ein bisschen die Beine. Dann tun Sie das hier, wo ich Sie sehen kann. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Okay, dann muss ich den Schubladenknopf drücken. Aha,
Hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Geschweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich... Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht.